Wenn Lutz Pfeil mit seinem alten Fiat 501 über die Straßen rund um Sondershausen knattert, ist das jedes Mal wie eine Zeitreise in die 30er Jahre, wo es noch richtig Muckis brauchte, um solch ein Auto zu bewegen. Das ist schwerste Arbeit. Keine Servolenkung, das ist alles pur, das geht alles verhältnismäßig schwer. Und aber macht natürlich Spaß ohne Ende. Das ist Fahren pur, so wie es halt früher mal war. Der Rote Blitz ist Baujahr 1924 und hat rund 40 PS. Das machte ihn in seiner Zeit zu einem Sportwagen. Gerade erst hat er seinen TÜV bekommen. Das war auch für den Gutachter ein echtes Erlebnis. Das ist Hochachtung, das ist Bewunderung für mich und das ist gleichzeitig für mich, das Auto zu sehen, eigentlich eine Freude. Und praktisch eine Abweichung von dem alltäglichen Geschäft, wo man nur neue Autos jeden Tag begutachten kann. Obwohl der Oldtimer schon fast 100 Jahre auf dem Buckel hat, verkehrstüchtig muss er natürlich schon sein. Dabei hat der Prüfer hier und da Nachsicht walten lassen, wegen des hohen Alters. Es gibt so gewisse Dinge, die Oldtimer nun an sich haben, dass eine gewisse Inkontinenz besteht, weil diese ganzen Abdichtungen der Motor- und Antriebsaggregate nie so 100% dicht waren, wie das dem heutigen technischen Stand entspricht. Heute gibt es immer Ringe, früher waren das Filzringe oder andere Abdichtvarianten. Da war das nicht so, dass das 100%ig dicht war. Und deswegen muss man bei so einem älteren Fahrzeug gewisse Abstriche machen. Es war eine Mammutaufgabe, den alten Italo-Flitzer wieder auf die Beine zu stellen. Tausende Stunden haben die Schrauber hier reingesteckt, weil sie quasi bei Null anfangen mussten. Das Fahrzeug haben wir 2018 in der Nähe von Schmölln in einer alten Schmiede gefunden. In Einzelteilen, das müssen wir mal betonen, wirklich in Einzelteilen. War so provisorisch zusammengestellt und ja, ein reiner Schrotthaufen. Die Ersatzteile kamen aus der ganzen Welt, zum Teil aus China. Alles, um dem seltenen Oldtimer ein neues Leben zu schenken. Und das war gar nicht so einfach. Wir sprechen da von einem Motor, der fast 100 Jahre alt ist. Der Motor ist in einen ziemlich schlechten Zustand zu mir gekommen. Wir haben Zylinder bearbeitet, wir haben Ventile bearbeitet, wir haben Zylinderkopf bearbeitet. Und zum Schluss dann das ganze Oberteil wieder zusammengesetzt. Eine Sisyphos-Arbeit, die sich allerdings gelohnt hat. Denn nun kann Lutz Pfeil die Straßen rund um Sondershausen unsicher machen. Und das ist nur der Anfang. Wir werden schon mal gern so Sonntag mal eine kleine Kaffeefahrt machen mit der Frau. Und ja, ansonsten ist halt auch mal geplant, jetzt mal ein historisches Bergrennen zu fahren. Außerdem soll es im nächsten Jahr auf den Großglockner gehen, zum 100. Geburtstag des Roten Blitzers, dessen neues Leben gerade erst begonnen hat.